Über ein halbes Jahrhundert ist Renée Ott schon Kreislerin in Wien-Neubau. 7 Tage die Woche steht sie von früh bis spät für Jung und Alt hinter ihrer Budel. Sie haben dieses Geschäft in Wien in der Neustiftgasse 58 und man kennt Sie in Wien. Seit wann haben Sie? Im 7. Bezirk auf jeden Fall. Seit wann haben Sie das Geschäft? Seit 1961. Wie viele Tage haben Sie zugehabt in diesen 50 Jahren? Nie, nicht einen Tag. Aber Frau Ott, jetzt haben Sie das Geschäft seit 50 Jahren. Wie alt sind Sie? Würden Sie uns das verraten? 87. Ja, ich bin ja 27 Jahre alt. 27. 85. Meine Kunden fragen mich immer, ob die Söhne das übernehmen. Das wäre wirklich schlimm. Das könnte ich nicht verantworten. Was hat sich denn verändert, abgesehen davon, dass vielleicht die Stammkunden weggefallen sind im Bezirk? Dass immer weniger wird. das Geschäft immer schwächer geht. Und das, die Hauptstadt wahrscheinlich bei den Supermärkten, oder? Ja, was denn? Was glauben Sie, wie die sich bekriegen, wenn sie gehen Sie mal zum Hof hinein und kaufen was. Der gibt es billiger her, als ich es einkaufe. Kennen Sie das Wort Freizeit? Freizeit? Nein, das kenne ich nicht. Grüße Gott. Sekunde, eine Kunde. Was darf ich denn kurz geben? Zwei Käse, lieber Käse, einmal bitte. Jawohl, zwei Käse, lieber Käse. Alles darf ich sehen. Was ist denn das, was Sie am meisten verkaufen? Ja, also im Moment, wie Sie sehen, heute ist schon die 5., 6. Kunde mit Leberkäse, weil es kalt ist und ich da wirklich draußen genug Reklam habe für den Leberkäse. Ist das ganzjährig so oder ist es nur im Winter? Nein, ganzjährig, nein. Es hat mich gefreut, dass ihr da wart und macht es gut. Und habt weiter Erfolg, ja?